begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren, hier auf der Kiellinie. Und das erste Mal in diesem Jahr, seit 10 Jahren mache ich diese Sendung, das erste Mal an der Kiellinie. Habe ich mich sehr darüber gefreut, über diese Einladung. Und wir haben ja bis auf den vergangenen Montag, wo wir eingehagelt wurden, immer sehr schöne Tage gehabt. Und ich freue mich, dass Sie hier bei mir erschienen sind. Und drehen Sie ruhig mal rum, wenn Sie den Blick jetzt auf die Kiellinie richten. Können Sie noch einen ganzen Nachmittag, wir machen hier so ein bisschen was. Und wenn Sie gerne was mithaben wollen oder mithören und sehen wollen, dann schauen Sie doch mal eine Zeit hierher. Wir haben ja auch nette Gäste hier. Heute habe ich mal 2 Gäste auf dem Sofa. Und ich fange mal mit der Dame an. Das ist eine Dame, die schon sehr, sehr lange beim offenen Kanal ist und auch zuständig ist für diese riesengroße Wiese mit diesen unglaublich tollen Angeboten. Und das ist Michaela Dresselhaus. Michaela, da habe ich ein bisschen schwer getan. Ich kenne ja nur mit Micha oder Ela, nicht mit Dresselhaus, habe ich gar nicht gewusst. Jetzt bist du dran. Herzlich willkommen. Erzähl mal ein bisschen was, wie lange du das hier schon machst. Also bei dem Projekt Mehrblicke bin ich jetzt im 12. Jahr. Also 12 Jahre mache ich Mehrblicke. Zuerst einfach nur freiwillig als Nutzerin mit. Ich bin ja als Nutzerin beim offenen Kanal mit Radio angefangen, habe dann Mehrblicke für mich mitentdeckt und bin in diesem Team gekommen. 2015 konnte ich das Radio zur Kieler Woche hier wieder an die Kiellinie holen. Ja, und das, seitdem mache ich das hier und organisiere das. Es ist ja auch gelungen und da bin ich sehr glücklich drüber. Normalerweise müsste ich das Gespräch mit dir weiterführen, Ladies First, aber entschuldige bitte, dass ich jetzt einmal wechsle, ich komme ja wieder auf dich zurück. Martin Gregor, der hat 2 Vornamen, meine ich, aber wir nehmen lieber den Martin. Ich reagiere auch auf Gregor, ne? Das geht mir oft so. Gregor, jo, angenehm, ich bin der Heinz. So. Ja, okay. Ja, okay, dann halt so rum. Ja, ganz genau. Aber sag ruhig Martin. Ich sag gerne, Martin. Ich sag Gerd. Verbleiben wir mal so. Super. Okay. Pastor in der evangelischen Luther-Kirchengemeinschaft Kiel, Nachbar von mir in der Schillerstraße. Das ist richtig, Kirchengemeinde. Martin in der Lutherkirche, ja. Lässt sich ja auch gut merken. Ganz einfach. Schrevenpark weißt du auch. Alles guckst klar. Du jeden Tag drauf, wenn du rausguckst. So ist es. Ja. Also auch an dich natürlich ein herzliches Willkommen und ich komme jetzt mal zu dir. Du bist ein beliebter Pastor, ich habe mich ja schlau gemacht vorher und du hast einen guten Namen in der Gegend und du machst das alles sehr nett. Wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Da kannst du dich auch drauf verlassen und ich denke mal, dass du alles sehr, sehr nett und sehr ordentlich machst auf deiner Kanzel, das habe ich gehört, und auch deine Begleitung bei Sterbefilmen bzw. bei der Hochzeiten machst du das auch sehr, sehr schön und deswegen bist du auch so beliebt. Du hast aber noch etwas anderes und das möchte ich jetzt ganz gerne von dir wissen. Das hast du mit Michaela zusammen erfunden und darüber müsstest du jetzt mir mal ein bisschen was berichten. Ja, du meinst natürlich die Radio Kinderkirche. Das ist sozusagen unser gemeinsames Kind, wenn ich das so sagen darf. Genau, also wir waren aber nicht die einzigen Eltern. Da gibt es noch mehr, die passen nur nicht alle jetzt auf das Sofa drauf. Ja. Aber wir beide waren auch dabei. Die Radio Kinderkirche, Radio offener Kanal Kiel. Da ging das Ganze los und du kennst auch schon die Abkürzung. Radio Kinderkirche, was könnte das sein? Ra-ki-ki. Genau. Oh, wer ist das? Ich bin auch ein Gast. Ich bin Lami. Lami? Ja. Aha, spielst du da dann auch mit bei den... Ja, und wie ich damit spiele. Und jetzt sprich mir nach. Ra. Ra. Ki. 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 Mach zusammen. Ra-ki-ki. Ra-ki-ki. Genau, ja. Und die hallo, ist... grüß dich. Jo, moin, geh. Moin, du. Ne? Schnackst auch ein Bild platt. Du hast ja gut gewaschen. Jo, heiliger Kämpfer, lieber Mann, du. Ja. Ja, wunderbar. Ja, das ist so für Lämmer so üblich, ne? Ja, und die Ra-ki-ki, ne? Das ist ja nun mal sozusagen meine Spielwiese. Ja, und da wollte ich einfach mal Danke sagen. An den ganzen OKK sozusagen. Ist das in Ordnung hier? Bin ich da an der richtigen Stelle? Du bist auch genau an der richtigen, ja, Stelle. Das gut. Hören so viele Menschen. Ne? Und Michaela auch und alle anderen, die sind ja sehr viele Leute aus dem offenen Kanal, die natürlich auch an diesen Tagen hier sind und natürlich große Hilfe leisten. Dafür sagen wir allen sowieso ein Dankeschön. Und du bist natürlich mit deiner Sendung oder ihr beide natürlich herzlich willkommen. Erzähl mir doch mal bitte, was ihr so macht und wie viele Personen dabei sind und Altersgruppen und wie auch immer. Soll ich da beantworten? Jo, antworte du mal eben, ne? Ich setz mich mal hier wieder hin. So. Setz dich mal bitte, du nicht. Jo, jo, so, ja, so. Okay.
Also, ja. Radio Kinderkirche. Das ging los, als die Pandemie losging. Eigentlich wollten wir ja mit einer Kinderwoche starten. Und da wussten wir von Radio noch gar nicht so genau. Wir sind auf Michaela gestoßen, als wir die ganz normale Kinderkirche auf die Kieler Woche bringen wollten. Wir haben eine Bühne gesucht. Tja, und dann? Wie ging's weiter? Dann habe ich einfach, wie dann das kam, dass halt genau das nicht stattfinden kann, weil die Kieler Woche abgesagt wurde, habe ich einfach den Telefonhörer in die Hand genommen. Muss dazu sagen, das Projekt ist ja ein ökumenisches Projekt mit der Pfarrei Franz von Assisi zusammen. Und ich hatte die Nummer von Tobias Raschke, der von der Pfarrei Franz von Assisi kommt, und habe ihn angerufen, wenn wir keine Kinderkirche auf der Bühne machen können zur Kieler Woche und die ganzen Gottesdienste auch ausgefallen sind, lasst uns was im Radio machen, denkt euch was aus, ich übernehme den Schnitt. Ja, und das war ideal. Ich gehe aus der Tür, Lockdown, die Spielplätze sind abgesperrt, was soll man für die Kinder machen? Irgendetwas, was den Mut macht. Hey, und als Pastor fallen mir natürlich Mutmachergeschichten aus der Bibel. Also, Radio, Mutmachergeschichten, dann haben wir da Hörspiele draus gemacht. Hörspiele, und da ist wieder Michaela ins Spiel gekommen. Genau, ich habe den Schnitt genommen. Ich habe immer ein wunderschönes Skript bekommen und ganz viele Aufrufe von ganz vielen Familien. Und dann habe ich das zu einem Hörspiel zusammengeschnitten. Genau, das heißt also mit Kindern, für Kinder. Und dazwischen ist noch Lami und wir machen so spannende Hörspiele eben draus. Und das Ganze wird dann verpackt und dann ist es mit Liedern und mit Gebeten und so ein richtiger Gottesdienst. Halbe Stunde, kompakt, macht Spaß. Ja, wo habt ihr denn die Mitwirkenden? Aus der Familie und oder auch von denen, die bei dir in die Kirche kommen, die Kinder davon oder... Eigentlich beides. Ganz am Anfang waren meine eigene Familie mit dabei und natürlich auch die Kinder von Tobias, Karin, von Laura. Die haben also die Stimmen geliefert, Michaela hat zusammengeschnitten. Ja, aber dann wurde das mehr. Nicht? Dann waren auch die Mitarbeiterinnen aus der normalen Kinderkirche mit dabei. Ja, zum Beispiel die Tochter von der Esmeralda war mit dabei. Und also, ganz viele Kinder, und je mehr uns gehört haben, desto weitere Wellen schlug das dann. Und dann waren wir auch nicht nur in Kiel auf Sendung. Nee, die Frequenzen sind ja nicht nur auf der Frequenz hören, also die Sender nicht nur auf der Frequenz, sondern auch im Livestream über das Internet. Und damit sind wir eigentlich weltweit zu empfangen. Und das Coole war, nicht nur um 13 Uhr jeden Sonntag in Kiel, sondern auch um 9 Uhr in Lübeck FM, beim offenen Kanal Lübeck, um 10 Uhr bei Tide, 9 Uhr beim Lokalradio Hamburg, habe ich noch vergessen, und dann um 11 Uhr bei Westküste FM, dem offenen Kanal an der Westküste, und um 13 Uhr bei Kiel FM hier in Kiel. Lieber Mann, das ist eine riesen Sendung, ne? Ja. Ja, und seit wann macht ihr das? Also seit 2 Jahren etwa, ne? Ja, genau. Also die erste Sendung war am 29. März 2020. Genau. Also kann ich mir vorstellen, dass bei diesen Hörspielen auch Stimmen von Erwachsenen benötigt werden, zum Teil, oder so? Übernehmt ihr da irgendwelche Parts, oder? Ja, zum Teil. Ich bin ja dann so als, manchmal als derjenige, der durch die Sendung führt, so ein kleines bisschen mit dabei. Leitung heißt das bei uns auch. Aber da gibt es natürlich jede Menge wichtige Stimmen. Bei uns ist übrigens auch Gott zu hören, mit Stimme. Oh. Jetzt darfst du raten, wer Gott ist. Doch, bist du. Nee. Ich bin nur Bodenpersonal. Ach so, okay. Meine Frau hat natürlich die Stimme für Gott gegeben. Ja, aber der Gott ist doch nicht weiblich. Das sagst du. Ja, hast du natürlich recht, okay. Nee, das passt gut, wunderbar. Ja, das passt hervorragend. Ja. Wir haben auch noch andere Stimmen. Also wir haben auch ganz tolle Erzählerinnen, inzwischen aus Ahrensburg, eine Familie. Dann haben wir Oma und Opa bei der Josef-Serie, ganz toll, das Ehepaar Sort. Freilich Gaststraße, gleich um die Ecke bei dir auch. Genau, also wunderbare Stimmen. Also wenn du noch Stimmen brauchen solltest, und du brauchst im Moment so eine krächzende, weil ich viel unterwegs bin,
ne, dann kannst du gerne auf mich zukommen. Super, das mache ich sofort. Also, wenn ich so eine richtige Gerd-Stimme brauche, dann komme ich zu dir. Mache ich gerne, gar kein Problem. Danke. So, das haben wir jetzt schon mal alles gehört, wer da mitmacht und wie das mitgemacht wird. Und die technische Umsetzung auch so ein bisschen. Aber Michaela, kannst du vielleicht mal sagen, was die gesamte Umsetzung dessen, was ihr da in der Kirche macht, welche Arbeiten das sind und wie viel Zeit du dafür benötigst? Also das ist unterschiedlich. Meist, also bei einer Neuproduktion brauche ich zwischen 8 und 24 Stunden. Je nachdem, wie aufwendig das Hörspiel ist. Das Interessante ist ja, Hörspiel beinhaltet ja nicht nur den gesprochenen Text, sondern auch Geräusche. Davon lebt ja ein Hörspiel. Und das ist das Interessante, weil ein Teil der Geräusche, die konnte ich nicht einkaufen, die musste ich tatsächlich selber machen. Da gibt es gibt's mal ein Beispiel? Ja, ich werde jetzt einmal, hieß es, Jesus geht ja irgendwann in seinem jungen Alter in den Tempel und in den Tempelvorhof und ärgert sich über die ganzen Händler dort und räumt dort auf, indem er Tische umschmeißt, der Händler. So, Tische umschmeißen, dann bin ich durch die Gegend gegangen im OK und habe gesagt, ja super, die ganzen Tische kannst du nicht umschmeißen, das klingt komisch, weil die haben ja Metallbeine und zu Jesus Zeit gab es keine Metallbeine. Und dann bin ich durchgegangen, bis mir eingefallen ist, auf dem Hof, hinten, versteckt, haben wir Europaletten. Also habe ich die Europaletten genommen, bin auf dem Hof rumgerannt, 2 Europaletten links, rechts, eine kurz über den gezogen und dann umgeschmissen. Und dann bin ich wieder ein Stück an dem Aufnahmegerät vorbeigelaufen, wieder gezogen, umgeschmissen. Das habe ich mehrfach gemacht und dann hatte ich genug Ton dafür und habe das dann nachher zerschnitten und übereinander gelegt, sodass das klang für Tische. Das war das eine. Und das richtig Spannendste war, da stand dann Möwenschiss, wenn möglich. Genau, das war Laurenz Lachmöwe. Genau. Bei der Jona. Ja. Und da habe ich echt 2 Stunden erstmal überlegen müssen, wie kriege ich einen Möwenschiss hin. Weil die Konsistenz ist sehr speziell. Und letztendlich bin ich an den Kühlschrank gegangen. Dort hatte ich mir selber für eine ganze Woche eine Firma eine große Tube Remoulade reingeholt. Also habe ich die Tube genommen, eine Leiter, ein Brett und mein Aufnahmegerät, bin auf den Parkplatz gegangen, habe das Brett hingelegt, habe meine Leiter davor gestellt, das Aufnahmegerät daneben, bin ganz oben auf die Leiter geklettert und habe ganz langsam immer wieder in Stößen die Remoulade ausgedrückt und auf das Brett klatschen lassen. Und diese ganzen Geräusche habe ich dann ein bisschen übereinander gelegt und prompt hatte ich ein Möwenschiss. Das gab mit Sicherheit ein wunderschönes Bild auf dem Parkplatz. Es sind einige Leute beim offenen Knall auf dem Parkplatz angekommen und hat gesagt, was macht die da? Die steht mitten auf dem Parkplatz auf der Leiter. Sehr großartig, prima. Ja, aber das sind Dinge, die muss einem einfach einfallen und dann auch umsetzen. Aber schade, um die Remoulade, nicht? Oder hast du wieder aufgekratzt? Nee, die habe ich nicht wieder aufgekratzt. Weißt du, was das Beste ist? Die Remoulade ist dann zu hören als Möwenschiss. Am Sonntag hier, um 11 Uhr, werden wir nämlich das Double Feature Jona hier live haben. Aha. Jo, da hier, um 11 Uhr? Ja, da stehe ich genau, hier auf um 11 Uhr, live auf der an der Kiellinie, die Radiokinderkirche. Sie sind hier live. Genau. Ja, das Hörspiel können wir jetzt nicht ganz aufführen. Das wird abgespielt, aber alles andere drumherum wird live sein. Genau. Okay, wie viele von diesen Einrichtungen gibt es deutschlandweit? Seid ihr die Einzigen? Nee. Von der Radio Kinderkirche, was Vergleichbares, ist mir bisher noch nicht untergekommen. Nee, das gibt's doch gar nicht. Also, es gibt Kinderradio, ne? Also, ich sag mal, Mikado. Ja. Ne? Gibt's ja im NDR. Aber der NDR hat es noch nicht geschafft, so eine kirchliche Sendung für Kinder auf die Beine zu stellen. Und die wollen immer was anderes. Also die wollen immer live und eine ganze Stunde und so weiter. Also unsere Idee, dass man also Kinderstimmen sammelt, die zusammenschneidet, ein Hörspiel draus macht, das ist gar nicht leicht. Das passt anscheinend nicht so ganz. Wir sind bis jetzt einmalig. Ja, und das Besondere ist ja, jede Familie kann mitmachen. Wenn die Lust hat, sagt,
wir wollen uns engagieren. Die Eltern sagen, wir wollen Skripte schreiben, sind sehr herzlich eingeladen. Und wenn die sagen, ja, und wenn wir die Skripte geschrieben haben, wollen unsere Kinder auch einsprechen und wir, dann sind die herzlich eingeladen, dieses Mitmachen mitzugestalten. Und das können die dann auch zu Hause, die müssen nicht in den offenen Kanal kommen. Du kannst mit dem Handy das einsprechen. Die können sagen, na, das geht nicht, dann kriegen sie von uns Aufnahmegeräte zugeschickt, mit denen sie das einsprechen können. Und dann werden die Dateien einfach zurückgeschickt. Und das Schöne ist, dafür muss man nicht in Kiel sein. Das kann man aus Dortmund machen, das kann man aus Düsseldorf machen, das kann man aus Leipzig machen. Aus Brasilien hatten wir sogar eine Sendung. Genau. Von Brot für die Welt, da war ein brasilianischer Junge, der hat von seiner Erfahrung im Lockdown gesprochen. Das haben wir eingebaut. Ja, also man braucht nicht unbedingt kommen. Wir haben nicht nur Fans in der Welt, sondern auch Mitmacher auf der Welt. Wo macht ihr die Aufführung? Bei dir in der Kirche? Jetzt am Sonntag hier. Ja, auf diese... klar, nein, normalerweise meine ich jetzt. Also das läuft ja nur im Radio. Das ist eine Radiosendung, die vorproduziert wird. So. Und wo wird die vorproduziert? Ich habe meinen Schnittplatz in der Lutherkirche. Okay. Im Keller. Könnte man denn diese Hörspiele, die ihr jetzt da übertragt bzw. fertigt, könnte man die auch für Publikum machen zum Sehen, das also aufführen? Oder wäre das zu viel verlangt von den Kindern? Das müsstest du komplett umschreiben. Weil es ist wirklich auf Hörspiele umgebaut. Und du hast ja eine Zeitreise gemacht, 2000 Jahre zurück. Und jetzt musst du da ein Bühnenbild bauen und das alles. Und das ist ein großer Aufwand. Und das ist das Schöne am Radio. Ich kann einfach sagen, ich reise jetzt mit zwei Kindern 2000 Jahre zurück. Und wupp, sind wir nach 2000 Jahre zurückgebeamt und stehen auch gedanklich da. Da denke ich gerade an die Folge mit dem Gelähmten, wo die beiden Kinder tatsächlich einfach gebeamt sind und dort 2000 Jahre zurück plötzlich eine Freundin findet und einmal durch den Ort geht und alles erklärt wird, wie das Leben ist, wie die Häuser aufgebaut werden und dann voller Überraschung feststellen, Jesus ist ja da. Genau, das ist ganz... Das ist auch Konzept, nicht? Kopfkino, weil wir sind natürlich Augentiere sozusagen als Menschen und die Kinder sind auch sehr bildschirmfixiert schon. Ja, die kriegen ja als Kleine schon Bildschirme und wachsen mit Fernseher auf und so weiter. Wir wollten absichtlich etwas machen, was die Fantasie anregt und was also wirklich im Kopf stattfindet, übers Hören. Und man sieht dann unterschiedliche Dinge, je nach Fantasie. Das gehört zum Konzept. Radio. Habt ihr eine neue Produktion in der Schublade schon? Oder ja, schon? Ja, ja. Also weil wir jeden Sonntag senden, schaffen wir es natürlich nicht, jeden Sonntag eine brandneue Sendung zu machen. Wir arbeiten auch mit Wiederholung. Was wir aber jetzt in der Schublade haben, ist gerade David. Ne? David, der ist bekannt in unterschiedlichen Formaten, so von klein bis groß. Hirtenjunge, David und Goliath. Und dann David sozusagen als Räuberhauptmann und dann wird er gesalbt. So, ist aber noch nicht König. Konflikt mit Saul, dem König, der gerade dran ist, sozusagen König zu sein. Ja, also das wird eine spannende Reihe. Wir haben das bis jetzt tatsächlich jedes Jahr geschafft, so eine kleine Reihe zu machen. Also mit 4, 5 Sendungen manchmal am Stück. Das war ganz am Anfang der Josef, dann kam Moses und jetzt kommt Goliath. David. Ja, David. Genau. Wie ist es denn, wenn ihr jetzt sendet, sage ich mal, wo kann man das erfahren? Gibt es in der Presse da irgendwie Berichte drüber, so, dass ihr natürlich ein riesengroßes Publikum habt, dass sich das gerne anhört sonntags? Oder weil ich habe es noch nirgends gelesen, vielleicht bin ich auch nicht gerade der gute Leser, das weiß ich jetzt nicht. Ja, jetzt warten wir erstmal bis da. Das ist jetzt eigentlich unser Werbehubschrauber, der sollte hinten dran so eine Fahne dran haben. Hört Rakiki so. Ja, ja, so. Ja, aber die Bäume davor wahrscheinlich. Okay, ja, wo wird das publiziert? Wo kann man das lesen, erfahren? Also es war mehrfach in der KN, sind wir mit großen Artikeln drin gewesen, das muss man sagen. Ansonsten
kann man alles erfahren über rakiki.de oder radiokinderkirche.de. Und ja, so publizieren wir das. Genau, also am Anfang lief das ja alles unter Corona-Aktivität. So, ne? Also stattdessen. Lockdown, was nun? Ne? Da kamen wir groß raus. Seit die Corona-Maßnahmen zurückgefahren werden, kommen wieder andere Dinge in den Vordergrund. Und das ist ja auch gut so. Jetzt sind wir aber nur noch unter ferner Liefen. Wir sind keine Schlagzeile mehr. Aber wir halten einfach durch. Weil wir finden, dass unsere Zielgruppe wichtig ist. Und weil wir eben eine Lücke füllen, etwas machen, was sonst keiner macht, haben wir den Ehrgeiz durchzuhalten. Ja, aber was für Kinder zu machen, ist ja immer gut. Ja. Ja, genau. Und ich denke mal, das, was man vorher gesehen oder gehört hat und du jetzt sagst, dass es vielleicht weniger geworden ist, ist natürlich auch schlecht nachzuvollziehen. Aber ich denke mal, wer das gerne gehört hat, der bleibt auch dabei. Das ist ja nun mal so bei Menschen so. Auch dann gibt es, wenn es andere Angebote gibt, wird man sagen, trotz, also das haben wir mal gehört, das war gut. Das hören wir auch weiter und wir bleiben auch bei, wir bleiben euch auch treu. Das Geheimnis ist so ein kleines bisschen, dass wir natürlich nicht nur die Kinder erreichen, ungefähr Grundschulalter, sondern natürlich auch die, die den Kindern das Radio anmachen. Das heißt, es muss auch so immer so ein bisschen was drin sein für Größere, also für Eltern, aber auch für Großeltern. Nicht? Dass man also Spaß hat, Humor ist ganz wichtig in der Radio Kinderkirche. Humor ist sowieso wichtig. Ja. Wolltest du noch was? Okay. Und die Kinder, die hören das eine und haben ihre Fantasien. Und die Größeren, die hören die Jokes und Anspielungen und so. Und die hören noch viel mehr. Und die haben dann auch gut davon. Ja, und ich glaube, das ist das Geheimnis, wieso sich das auch so lange hält und durchträgt. Weil nicht nur eine Generation davon hat, sondern das ist für groß und klein. Ich merke, dass jetzt so ein langsam Generationswechsel ist. Das merke ich an meinem eigenen Sohn. Der hat am Anfang Rollen gesprochen für Jungs. Ne? Boah, da war er ja auch noch 2,5 Jahre jünger. Jetzt ist er so groß wie ich, so auf Nasenhöhe. Und er hat eine tiefe Stimme bekommen. Und jetzt muss man ihn für einen jungen Mann einsetzen. Also, da findet so ein Wechsel statt. Auch Lami ist älter geworden, ne? Die Stimme jedenfalls. Ja. Genau. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass es weiter Spaß macht und wir wieder angesprochen werden, um neue Menschen zu gewinnen, die ihre Stimme uns leihen. Wunderbar. Ja. Martin, Michaela, das, was ihr macht, ist natürlich eine tolle Sache. Wie gesagt, seit 2 Jahren, das hält sich vor. Und das wird auch, ich denke mal, auch immer ein kleiner Renner bleiben. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Vielleicht habt ihr mal das Glück, oder das könnte man mal zusammen probieren, mit dem NDR irgendwas zu machen. Und es gibt ja auch noch andere Radiosender, die möglicherweise auf so eine Kindersendung abfahren. Da müsste man sich einfach mal schlau machen. Ich habe natürlich auch noch ein paar Kontakte. Wir müssen uns mal zusammensetzen und vielleicht können wir da irgendwas zusammen machen. Ganz herzliches Dankeschön an euch, was ihr da macht, für die Zukunft auch und auch das, was in schwierigen Zeiten gewesen ist. Corona war ja auch nicht ganz so einfach. Und aber da mache ich schon gar nicht mehr über reden jetzt über Corona. Das ist ja langsam so ein bisschen, hängt dann ja zum Hals aus. Genau. Ich habe gestern auch einen Gast gehabt, da hat er zu mir gesagt, Gerd, weißt du was, wir können über alles sprechen, aber bitte nicht darüber. Ich dachte, gut, okay, machen wir auch nicht. Muss auch nicht sein. So, jetzt macht ihr das ja, wie gesagt, mit viel Erfolg. Da gehen wir von aus. Und Erfolge werden ja auch oftmals belohnt. Genau. Da gibt es eine Belohnung, über diese Belohnung. Wer erstmal sprechen und dann zeigen, bitte. Ja, ich bin gestern zur Preisverleihung gewesen der Bergmoser-Höller-Stiftung in Düsseldorf. Und die Radio Kinderkirche hat dort den 3. Preis gewonnen. Das ist hier die schöne Urkunde. Wir kriegen sogar Applaus, das ist aber nett von euch. Ja. Dankeschön. Also, super, super. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Jetzt hast du noch was zu zeigen. Ja, der ist natürlich auch mit etwas dotiert. Ah. Ja, nicht vom Sofa fallen jetzt. Ja, dafür ja, sage ich ja da. Ich habe eine angeknackste Rippe, da funktioniert das nicht ganz so. Ja, du warst auch gestern ganz frei, sich so zu bücken. Ja, und der ist mit 2000 Euro datiert. Oh, den Scheck habe ich gestern mit Laura Geboro und Julia Hahn zusammen empfangen dürfen. Ja. Also da freuen wir auch schon, da können wir ganz viel mit
Technik kaufen, ja, oder genau, ähnliches veranstalten. Genau, das ist nämlich auch noch wichtig. Wir leben eigentlich nur von Luft und Liebe und solchen Aktionen. Ja. Denn wir sind ganz am Anfang von der Bonifatius-Stiftung unterstützt worden. Ja, und dann brauchen wir solche Preise, um überhaupt Technik, Aufnahmegeräte und sowas anzuschaffen. Den Kaffee kaufen wir selber. Wenn Michaela schneidet, braucht sie viel Kaffee. Das, ja, ist der Treibstoff. Genau. Und sonst arbeiten wir alle ehrenamtlich. Und da gibt es ja viel Kaffee für. Ja. Da gehen wir, und jetzt, wenn ich jetzt den Preis schon bekomme und das Geld auch dafür, denke ich mal, jetzt seid ihr finanziell ja so ein bisschen auf der positiven Seite. Jetzt hast du vorhin gesagt, die Liebe ist ja auch ein großes Beispiel jetzt zum Beispiel, ne? Ja, also wir machen diese ganze Sendung aus Liebe zu den Kindern sozusagen. Und wir wollten ja nicht über Corona schnacken, deswegen lass uns nach vorne gucken. Ich bin der Meinung, dass wir durch solche Sachen, durch wenn man die guten alten Geschichten, sage ich jetzt mal, gegen den Strich bürstet und da kleine Menschen auftauchen lässt, die aus ihrer Perspektive auf Augenhöhe diese Geschichten neu entdecken, dann entdeckt man, wie viel Liebe in diesen Geschichten drinsteckt. Mut machen fürs Leben. Also das ist sozusagen unser Motto geworden. Ne? Mit Humor, gegen den Strich, auch mal frech, frech wie Lami, und für Kinder. Da steckt viel Liebe drin. Wunderbar. Ja, für mich ist wichtig, es ist immer was für die ganze Familie, weil dieser Blickwinkel, also einmal habe ich ja gesagt, wir können verreisen, aber wir können ja zum Beispiel, für mich ist das beste Beispiel, das Krippenspiel. Das Krippenspiel kannst du auch erzählen aus der Sicht von Jesus, von dem Baby. Das kannst du erzählen aus der Sicht von Josef und Maria. Das kannst du aus der Sicht der Tiere im Stall erzählen. Das kannst du aus der Sicht der Hirten erzählen. Das kannst du aus der Sicht der Könige erzählen. Und letztes Jahr haben wir tatsächlich das Krippenspiel aus Sicht der Engel im Himmel erzählt. Das war interessant. Junge Engel, die plötzlich entdecken, da ist ja die Erde mit dem Menschen. Und unser König will da runter, unser Prinz. Das fand ich toll, ist einfach ein Blickwinkel, über den Erwachsene gar nicht mehr drüber nachdenken, dass sie einen Blickwinkel wechseln können. Und deswegen finde ich die Radio Kinderkirche und das Hörspiel, was da enthalten ist, auch wahnsinnig gut für Erwachsene, weil sie können einfach mal auf die Geschichten in der Bibel den Blickwinkel wechseln und aus einer anderen Richtung auf diese Geschichten blicken und neue Aspekte entdecken. Genau, und völlig undogmatisch. Denn man darf die Geschichte auch mal anders lesen. Und es muss nicht alles Wort für Wort sein, wie es in der Bibel steht. Aber es kommt darauf an, den Geist, der da drin steckt, den zu erfassen und fröhlich rüberzubringen. Das ist ein wunderbares Abschlusswort, fröhlich rüberbringen. Genau. Ich hoffe mal, alles fröhlich rübergebracht, wir drei. Da gehe ich einfach mal von aus. Wir haben alles fröhlich rübergebracht. Und wo wir mal fröhlich sind, du hast ja noch was mitgebracht. Ich stehe mal jetzt mit auf, unterstütze Hans Hari dabei. Du meinst, eine Freundin von mir habe ich mitgebracht. Ach so. Soll ich die mal rausholen? Ich weiß nicht, wie viele Minuten haben wir denn? Jetzt bin ich gespannt, bin ich jetzt was die Regie sagt. Jetzt bin ich gespannt. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich nichts weiß. Ja, Kollege, der singende Pastor, mehr kann ich sagen. Ne? Bitte schön. Ah, jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich das eine zu laut, das andere zu leise. Was sagt die Rückkopplung? Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaub mir, ich bin bei dir. Und überall, immer und überall, immer.
Prima, das war so einen Abschluss hatte ich noch in keiner Sendung gehabt. Dafür sage ich Dankeschön. Euch beiden ganz herzliches Dankeschön. Viel, viel Erfolg weiterhin. Vor allen Dingen bleibt gesund und mach's gut. Und wir hören uns bestimmt irgendwann. Wir danken dir, dass wir bei deiner Sendung dabei sein durften. Gern geschehen. Gerd, für dich gilt dasselbe. Und ich freue mich schon auf unsere nächsten Projekte. Okay, ich auch. Wieder hören wir davon und wir sehen uns. Ja, wir sind ja Nachbarn. Dafür genau. Sage ich Dankeschön. So, meine Damen und Herren, das war jetzt mal auf der Wiese. Mal etwas ganz anderes. Aber sehr, sehr schön. Muss ich sagen, gewöhne mich da langsam dran. Ich mache gar nicht an nächste Woche denken, wenn ich wieder im Studio bin. Aber das habe ich richtig genossen hier. Und mit tollen Gästen. Morgen habe ich wieder einen tollen Gast. Morgen habe ich jemanden von Geomar, also praktisch wieder einen Nachbarn. Und zwar Herrn Hoffmann-Wick. Das ist ein Diplom-Biologe und der hat sehr, sehr viel zu erzählen, das hat er mir versprochen. Und da freue ich mich auch drauf, und morgen 16 Uhr ist er wieder hier. Also wenn Sie dann Glück, wenn Sie dann Spaß und Zeit dazu haben, würde ich mich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann sage ich 16 Uhr. 15 Uhr höre ich gerade, ja, wir gewechselt von 16 auf 15. Dankeschön für den Hinweis. Und wie gesagt, dann geht es bis Freitag und Samstag auch nochmal wieder und dann sind wir hier fertig und dann geht es wieder weiter. Aber weiterhin gibt meine Sendung sonntags 15 Uhr und am Sonntag 19 Uhr und das jede Woche auf dem offenen Kanal und den Montag darauf ist bei YouTube zu sehen oder aber auf meinem Kanal lassmalschnacken.de. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, viel Spaß noch bei der Kinowoche und bis zum nächsten Mal sehen wir uns, auf Wiedersehen und tschüss.